Mehr als 40 Jahre prägte er das Landschaftsbild. Über Landkreisgrenzen hinweg. Der Kurzwellensender Wertachtal. Als Einrichtung der Bundespost erfüllte er einst staatliche Aufgaben wie auch die Deutsche Welle, deren Sendungen er weltweit und in vielen Sprachen übertrug. Mit deren Rückzug als Kunde 2006 begann der Niedergang des Kurzwellensenders, der technisch immer noch zu den leistungsstärksten weltweit zählte. Hier werden die sogenannten Vorhangsender herabgelassen. Dann hat Sprengmeister Karl-Heinz Bühring das Wort. Wir sprengen heute nur oben, dass er oben wegrutscht und die Last alleine den Rest macht und kippt. Müssen wir gucken. Gestern haben wir unten und oben gesprengt. Es kommt ja auf die Ladermenge. Das war jetzt ein riesen Schepper gewesen, ist ja klar. Ich habe jetzt doppelt einen Sprengstoff dran gehabt. Es wird heute auch laut werden. Ja. Also das sind Steilsprünge, die sind immer laut. Also gestern sind Sie auf Sicherheit gegangen, heute nimmst du ein bisschen weniger? Nee, nicht weniger. Heute nehme ich das, was eigentlich im Konzept steht. So. Vorbereitung eines der Sendemasten für die Sprengung. Von der 180 Millionen D-Mark Investitionssumme des Prestigeobjekts bleibt nur Schrottwert.